liebe Freunde, was läuft da beim Bauerhaus? Heute Donnerstagmorgen wollen da meine Saatkartoffeln in Wetterkindern 18 Boxen. Ladung festgebunden, fahre ich nach Hause. So, jetzt hole ich den zweiten Wagen. Das sind übergroße aus meiner eigenen Saatkartoffelproduktion, die ich da jetzt aus Speisekartoffelpflanzen, Sorte Agria. Ja, liebe YouTube-Freunde, was läuft da beim Bauerhaus? Es ist wieder kalt geworden und das sind die Übergrößen, die aus dem Saatgut raus sortiert wurden, und ich pflanze von meinem eigenen Saatgut die Übergrößen. Und ich habe die Boxen umgeschüttet, damit Luft reinkommt. Sie sind ja auch immer ziemlich abgesetzt, die Kartoffeln in den Boxen, und jetzt sind sie umgeschüttet, ist Luft reingekommen. Was unten ist, ist jetzt oben und regt auch an zum Keimen. Sie haben es auch noch nötig. An meiner, ja, man sieht noch praktisch nichts. Hier sieht man etwas. Die waren im Kühllager und müssen jetzt da keimen. Jawohl. Und hier habe ich das gekaufte Saatgut auch geschüttet und gestapelt. Das ist Normalsortierung. Umgeschüttet habe ich das Saatgut mit dem gemieteten Lader meines Kollegen. Der hat hier einen Drehkranz montiert. Geht eigentlich gut. Höchstens die erste Balance ist schwierig, bis man ein bisschen weiß, wie, damit da nicht die Hälfte daneben geht auf den Boden. So, jetzt Lader zurückbringen. Freunde, was macht da der Bauerhaus heute Samstagmittag? Es ist jetzt 1 Uhr. Ja, ein bisschen übermüdet von letzter Nacht. Wir hatten Gäste bis Nacht um 2. Und jetzt hole ich da noch in der Sebag Graswil 5 Boxen Victoria Saatgut. Und ich weiß schon, dass ich von diesen 5 Boxen, die habe ich so bestellt. Und ich habe da ein Flächenproblem. Ich werde die nicht pflanzen können. Darum an alle Schweizer Bauern. Ich brauchte noch 1000 Kilo Victoria, dann habe ich die für dich. Da sind wir da im Kühllager.